Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur 16. Folge Agony. Ich bin der Längster und wir sind immer noch im Wald der Fraktale auf dem Weg zum Baum des Lebens und haben hier so allerlei seltsame Sachen gesehen und erlebt und hoffen, dass wir jetzt hier auch irgendwie wieder wegkommen, denn wir haben ja offensichtlich die Rätsel in der letzten Folge erledigt, aber irgendwie ist nichts passiert und ja, der Sache gehen wir jetzt einfach mal auf den Grund. Ne? Das heißt, wir müssen jetzt noch mal da ganz runter gehen. Ich werde noch mal zum Fragezeichen gehen. Die Statue können wir auch noch mal ablaufen, weil ich da ja eigentlich jetzt alles frei gebrannt habe mit der Fackel. Ne? So, das sind diese seltsamen leuchtenden Märtyrer, die mich hier irgendwie in eine andere Dimension dieser Welt schicken, was auch immer. Und ich gucke mal, dass ich hier vorbeikomme an den Dingern und dann müsste ich doch jetzt eigentlich hier reinkommen. So, aber hier haben wir eigentlich die Haut schon aufgesammelt in der letzten Folge. Das ist nämlich diese Statue hier gewesen und ja, ich kann da jetzt auch nichts mehr machen. Wir gucken hier noch einmal mit der Vision drauf, aber auch wenn die Karte suggeriert, hier wäre noch was, hier ist nichts mehr, ne? So, dann gehen wir jetzt mal hier runter. Diese merkwürdigen Was machen die denn eigentlich? Wissen wir das? Nee, ne? Die sitzen da halt und laufen im Kreis. Warum? Das weiß so keiner. So, und hier war dann die andere Stelle, aber hier ist ja eigentlich. Genau, das haben wir jetzt geöffnet. Hier irgendwie nochmal lang gehen. Aha, jetzt ist das Fragezeichen, jetzt ist es wieder da. Okay, ich weiß nicht, ob man hier hin soll. Ich glaube eher nicht. Alles zugemacht. Hier kann man dann auch nichts mehr machen. Ja, dann kann ich jetzt auch leider nicht erklären, warum das Fragezeichen hier noch ist. Für mich sieht es so aus, als hätten wir das hier jetzt erledigt. Die Vision bringt mir auch nichts. Ich wüsste jetzt nicht, was ich hier noch machen sollte. Hier aufgeschlitzt, den können wir auch nicht mehr helfen. Ja, ne, deswegen geht's jetzt weiter gen Süden. Geschwind vorbei an dem Fleischball. So, jetzt betreten wir hier so langsam neues Territorium. Also wir sind hier auch schon mal lang gelaufen, aber hatten noch nicht so wirklich Gelegenheit, uns hier mal umzuschauen. Gewechselt, beziehungsweise die Dimension gewechselt, um das letzte Teil zu bekommen. Hier kommen wir jetzt ja auch nicht wirklich weiter. Auch hier bringt die Vision der Seele rein gar nichts, ne? Ah, meine Nachbarn. Ich gedacht, wir hämmern mal jetzt noch ein bisschen. Ne? Ist ja nicht spät genug. Ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht. So, da wandern wieder Fleischberge herum. Uah, er kommt. Er kommt!
wieder ein Baphomet? Nee, ne? Muss ich mir eigentlich Sorgen machen, dass ich das alles so nicht falsch verstehe. Also ich finde es geil. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als müsste ich mir jetzt hier zu Hause, als müsste ich irgendwelche Menschen töten, die Organe rausschneiden, damit das dann bei mir zu Hause genauso geil ist. So ist es nicht. Ne? Aber das hat schon... Das hat schon eine Faszination auf mich irgendwie. Diese krassen Gegensätze von Ekel, Horror, aber auch Ästhetik, Schönheit... Geil, ich bin ganz verwirrt. Ich weiß nicht, ob ich das toll finde. Oder, also ich finde es schon toll, aber ich weiß nicht, ob ich das toll finden darf. So. Ach, lol, ich hab's gar nicht gecheckt. Das war ein Fleischball. Nein, fuck. Lol, ich bin voll gegen den gelaufen. So nach dem, nimm mich. Scheiße. Ja. Im letzten Part habe ich ja gecheckt, dass ich alles geskillt habe, außer Märtyrer durch Wände sehen. Ne? So, die ganze Zeit davon geredet. Ja, braucht man nicht. Jetzt. Das ist aber auch, also dass man da nicht mal irgendwie einen kleinen Indikator bekommt von wegen, Achtung, Längster, du bist jetzt zu hoch, ne, irgendwie so ein Bildschirm flimmern oder der Rand wird immer dunkler oder irgendwie sowas. Das wäre schon echt super, hätte dir mir so einen Indikator gegeben und wir starten natürlich. Okay, jetzt rennen wir aber durch, das ist nicht scheiße. So, Fleischberg frisst uns nicht. Gehabt. Spinne, ihr kommt nicht vorbei. Scheiße. Aber ich... Ja, jetzt ist da wieder links auch nochmal ein Symbol, als könnte ich da jetzt noch... Ey, überhaupt, ey, muss ich jetzt... Nee, oder? Ich muss jetzt nicht... Scheiße. Oh, ich hab sie doch gehört. Warum bin ich denn nicht weggelaufen? So, ich nehme dich mal mit. Komm. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Ich muss jetzt nicht nochmal Herzen sammeln, oder? Nicht wirklich. Wie komme ich jetzt hier raus? Ich muss... Hilfe. So. Ich muss hier ohne... Ich muss doch jetzt nicht nochmal Herzen sammeln. Ich will keine Herzen sammeln. Jetzt einmal hier weiter, ist mir egal. Und versuche mal nicht gegen diesen Fleischberg zu laufen. Ich habe das halt null wahrgenommen, ne? Ich wollte da so drüber klettern oder so. Auf einmal frisst mich das Ding auf. Oh, warum habe ich denn so HK hier drin? Kann man das so sagen? HK? Halt aufpassen, dass ich nicht wieder gefressen werde, weil ich mir hier irgendwas begeisternd anschaue, ne? Okay, ich hoffe mal, hier ist jetzt offen, weil wir vorhin die Herzen gesammelt haben, ne? Das ist halt auch wieder ein krasser Eingang hier, oder? Geht's wieder in die Eingeweide der Hölle, in den Unterleib der lebenden Welt. Geil. Wie geil das aussieht. Psst. Psst. Hi. Voll
Gräuel der Märtyrer aufstand. Kann noch nichts machen. Also noch gucken wir zu. Okay. So, was machen wir jetzt? Ich könnte halt hier Zeug einsammeln, ne? Ist doch kacke. Ich gehe vielleicht mal hier lang. Und in den Spiegel. So. Jetzt kann eigentlich kommen, was will. Ne? Sehe ich das richtig? Ich habe die Hölle überlistet. So, komm schon. Das sieht schon wieder richtig krass aus hier unten, finde ich. Haut erworben. Immer nur Haut. Haut, Haut, Haut. So. Dann können wir jetzt weitergehen, ne? Auch wenn es so geil hier drin aussieht, aber... Kommt denn eigentlich die Lichtquelle her? Hier, du. Oh, dicke Party hier, wa? Bin ich eigentlich immer noch im Wald der Fraktale, ja, ne? Eigentlich Wald der Fraktale. Fraktale ist doch eigentlich was Digitales, was nicht Reales, ne? Fraktale ist doch diese, sind doch diese mathematischen, nicht Zeichen, die mathematische Darstellung der Unendlichkeit, oder ist das, kann man das so sagen? Die mathematische visuelle Darstellung der Unendlichkeit? Irgendwie so. Also das sind halt diese digitalen Landkarten, sage ich mal, in die man immer weiter reinzoomen kann und man entdeckt immer wieder aufs Neue Details und das kann man halt ins Unendliche fortführen. Was ist denn das jetzt hier für eine fleischige Kammer? Ist ja auch alles irgendwie zusammengewachsen. Ah, okay, diesmal weiß ich Bescheid. Wir müssen Babys sammeln. Hier fehlt was, ne? Okay, diesmal weiß ich aber, dass wir Babys brauchen. Bin ja nicht blöd. Okay, was geht da schon wieder ab? Erstmal Statuen, ne? Erstmal die Statuen. An die kommen wir erstmal nicht dran. Keine Ahnung, ob wir da überhaupt mal dran kommen. Was machst du? Weiß man nicht. So, dann soll hier drüben irgendwo noch eine liegen. Da haben wir auch schon das erste Baby. Oh, was habe ich da im ersten Labyrinth gesucht, oder? Also das... Zumal er legt das Baby halt auch nicht automatisch da rein, ne? Ich musste da jetzt eine Taste für drücken. Also man muss schon aktiv ausprobieren. Zu meiner Verteidigung. So, leider erkenne ich jetzt nicht, wo hier die... Ja, die könnte auch über mir liegen, ne?
Wird sie wahrscheinlich auch. Steh da mal wieder auf. Kriegst doch hier nicht so rum, Mensch. So. Hier haben wir dann noch zwei. Da ist die Statue und noch ein Baby. Oh. Bloß nicht irgendwie runterfallen. Sieht halt auch schon wieder irgendwie cool aus hier, ne? Weiß nicht warum. So was sieht man halt nicht alle Tage, oder? Das ist schon so eine kleine Besonderheit, sich sowas mal angucken zu dürfen. Ich glaube, der da drüben fickt schon wieder. Manche haben aber auch nichts Besseres zu tun hier in der Hölle, als die ganze Zeit rumzuficken, oder? Also. Jetzt würde man nicht sehen, dass es hier schon ein bisschen staubig ist. Also, ich will damit sagen, man könnte schon mal aufräumen hier unten, ne? Also. Aber das ist halt das Problem, ne? Ficken macht dann doch mehr Spaß wie aufräumen. So, um die Tür kümmern wir uns gleich. Jetzt wollen wir hier. Riesige Halle uns mal anschauen. Mal überprüfen, ob der da wirklich am. Na, ja, ich höre es doch schon. Die hat doch aber ganz, ganz, ganz viel Zähne. Alter Schwede, da weiß man ja gar nicht, wo das Ding hin verschwindet. Alter Schwede, ich darf ja gar nicht zu lang hingucken. Nachher stänkert YouTube noch. Was ist mit dem passiert? Aufpassen, dass wir das Baby hier nicht aus Versehen. Oh, ich fall doch nur runter, wenn ich das jetzt ausprobiere. Okay. Ein dunkles und ein helles Baby. Das repräsentiert wohl die dunkle und die helle Seite irgendwie, wa? Ach, guck mal, hier hätte man auch lang gehen können. Mal. Wahrscheinlich auch mal so mitnehmen als Bild. Gut, dann sammeln wir jetzt Babys. Wir brauchen noch 1, 2, 3. Also 2 Stück brauchen wir dann schon noch. So. Nehmen wir einen Tisch. Und dann nehmen wir dich auch noch. Und dann muss ich noch mal gucken. Da ist ja schon wieder. Ah ne. Wahrscheinlich komme ich jetzt gleich ran an die Statue, ne? So. Ja, die Babys werden dann halt auch direkt gefressen, ne? Nochmal mit Vision gucken. Bringt aber nichts. Ja, wie komme ich da an die Statue jetzt dran? Muss man gleich mal gucken, ob man da jetzt irgendwie. Also laut Map kann man da ja hart rechts abbiegen, ne? Und dann komme ich da bestimmt dran. I promise. I promise you. So, jetzt wird es auf jeden Fall mal ein bisschen ruhiger. Das war's dann wohl mit der Statue. Ich sollte mich vielleicht beeilen, da wir nicht so viel Luft haben.
ist hier irgendwas. Ah, jetzt bin ich aber bei der Statue, ne? Scheiße. Ah, da liegt sie doch. Oh, ich hab schon gedacht, ich müsste jetzt tauchen gehen. Aber wir nehmen sie uns einfach. So verwirrt. Das heißt, das ist die Babytür, ne? Genau. Ja. Das ist die Babytür. Nee, jetzt ist das Gitter kaputt und hier war die Babytür. So war das. Aber das war komisch gerade, ne? War das ein riesiger Arm, der mich da durch die Rosette erwischt hat? Oder hat das irgendjemand gecheckt? Gut, tauchen will ich dann auch nicht nochmal. Eine Fackel, die ich mitnehmen darf. Ich darf auch nicht runterspringen, so wie es aussieht. Hier sind überall unsichtbare Wände. Das heißt, ich muss hier wieder rein in den Tümpel. Okay. Das sind Augen. Boah, die drehen sich auch noch mit. Das ist sehr gruselig. Okay. Das war mal nice. Nichts, was ich verpasst habe. Ne? Oh nein, da unten. Aber es kommt bald ein Spiegel, juhu. Aber auch ein Labyrinth, so wie es ausschaut. So, wo war das hier nochmal der Ausgang? Hier, ne? So, flatsch. So. Leuchten auch. Ja, die drehen sich halt wirklich mit. Das ist ja schon witzig. Das ist schon gut gemacht, ja. Nice. Okay. Auch wenn es ein bisschen viel Augen sind für eine Augenhöhle, ne? Und warum die jetzt blau leuchtet, weiß auch keiner. Na, da sieht man auch, warum er Schnupfen hat, ne? Der Schleim ist schon mit dem bloßen Auge zu erkennen. So, jetzt könnte man da oben lang gehen, oder was? Das ist eine fette Sackgasse oder da kann man einfach zurückgehen. Ah, hier ist wieder Wasser, ne? Ah. Ey, das Spiel ist ja so verrückt. Jetzt kann man halt hier zurückschwimmen, ne? Ich mach das jetzt halt mal, weil wer weiß, was man hier so sehen kann, ne? Auch wenn das irgendwie sehr langsam ist. Augen sind hier wieder. Oh. Oh. Ah, ich glaube, das ist aber wieder so eine Tür, da darf ich jetzt nicht rein. Scheiße. Ja, das ist, glaube ich, wieder eine dieser Türen, wo man in späteren Spieldurchläufen durchkommt, durch muss, was auch immer. Schade. Na ja, gut, dann wissen wir jetzt wenigstens, was es hier gibt. Kann man hier weiterschwimmen? Nee.
man irgendwie ein Herz dahinter gehört, ne? Also es hörte sich an wie ein schlagendes, riesiges Herz. Das Herz der Hölle. Oh, da oben ist ein grauer Star, ne? Traurig. Da ist er, der Baum des Lebens, oder? Nee, das ist er nicht. Der wahnsinnige Verstand. Er kommt mir direkt ins Spiel, weil... Jetzt komme ich nicht zurück. Lol. Lol. Ausgeht, renne ich. Lol, ey. Ach komm. Was ist das denn? Oder soll ich dich übernehmen? Weiß man jetzt halt nicht, ne? Vielleicht. Was war das, der wahnsinnige Verstand? Oder wo sind wir jetzt? Schon ein interessanter Name. So. What the fuck? Lol. Das war ja schon wieder geil. Wer kommt denn auf so Ideen? Wie geil. Glibbert hier runter, macht mir Angst und haut halt auch einfach wieder ab, ohne irgendwas zu machen, ne? Schon spannend. Märtyrer, vielleicht kann ich da mal einen Sack vom Kopf ziehen. Oh, hier sind die Farben geil. Sind wir jetzt unter Wasser oder nicht? Ne? Man könnte es meinen. Das flasht mich hier gerade mit den Farben. So, das ist irgendwie geil schon wieder. So, ich gehe mal hier lang, weil da soll es eine Statue geben. Das ist irgendwas. Ja. Da hören wir nichts mehr Neues. Die andere Statue noch auf der anderen Seite. Und dann nehmen wir da mal diesen Weg nach oben, würde ich vorschlagen. Beziehungsweise es gibt zwei Wege nach oben, stelle ich gerade fest. Erstmal die Statue. Bitte gib sie mir, ohne mich zu töten. Danke. Wieder ein interessantes Gebilde hier, dieser Totenschädel, der so deformiert scheint, ne? Der Kiefer scheint ja viel zu klein. Dann diese leuchtenden Augen und da ist ein Möppel, da können wir uns gleich mal Märtyrer in der Seelenansicht erskillen. Huh?
macht Gott sei Dank gar nichts. Ich habe die gar nicht wahrgenommen. Beziehungsweise erst viel zu spät. Hätte auch mein Tod sein können. So, nehmen wir doch mit, ne? So, dann haben wir jetzt auch alle Fähigkeiten der Seele. Sind wir jetzt eine super starke Seele. Nicht nur ein super starker Märtyrer. Und da haben wir die nächste Statue. Das ist jetzt die Frage, ne? Schaffe ich das jetzt hier noch? Oh, wer sitzt denn da? Ich muss ja sagen, alles, was ich an Silent Hill liebe, macht dieses Spiel hier richtig, was so abstrakte, bizarre Welten angeht. Ne? Ich bin ein bisschen verliebt in Agony. Also, versteht's nicht falsch, ne? Wer hier irgendwie ein spielerisch hochwertiges Spiel sucht, im Sinne von Technik und Unterhaltung und dem eigentlichen Spielen, da ist Agony natürlich jetzt nicht so pralle, ne? Aber wer da Interesse hat an einer bizarren Welt und sich das mal angucken will und einfach mal was Neues braucht und das in einem Walking Simulator ab kann, der muss mal Agony spielen. Also ich finde, das Spiel ist die Wucht. Jetzt bin ich ja mega gespannt auf Scorn. Ah, ich kann hier wieder meinen Körper verlassen. Ich verstehe. Scorn wird ja der nächste Knaller. Und jetzt kommt ja auch erstmal Resident Evil 2 Remake. Da bin ich ja auch so gespannt drauf, mit der Resident Evil 7 Engine Resident Evil 2 spielen. Wie geil wird das denn, meine Freunde? Ja, du stehst irgendwie auf der falschen Seite, sehe ich gerade hier. Ne? Aber gut, ich gehe nochmal hier drüben hoch. Vermutlich erleben wir das Gleiche. Wir können unsere Seele verlassen. Wie dieser Aufgang auch wieder hier so eine Aneinanderreihung von Leichen sind. Ne? Also ich weiß nicht, was die Leute hatten. Ich finde Agony, das ist der Hammer. Dieses Spiel ist wirklich der Hammer. So. Immer so erschreckend, wenn man den eigenen Körper so sieht. Jetzt muss ich mich gerade mal orientieren. Ich muss irgendwie hier rüber, ne? Genau, ich muss hier hin. Komm. Bevor ich da irgendwie wieder abgefangen werde. Ich hoffe, ich bin richtig. Aber ich glaube schon, weil da ist diese riesige Gestalt in der Mitte. Das fand ich ja auch bei Hellblade so geil, ne? Diese abstrakten Welten, die sich Senua da immer wieder mehr oder weniger vorstellt. Kopf wieder, ne? Wie creepy. Also rein visuell gesehen und von den Spielwelten, die es zu bieten hat, wird Agony in meiner Lieblingsspielliste sehr weit nach oben rutschen. Und ich bin jetzt kein Satanist oder so, überhaupt nicht. Ich habe damit ehrlich nichts am Hut. Ich find's einfach nur interessant. I'm rising, deformed, broken. That's all that's left. Seid aber ehrlich, das sieht doch mega cool hier aus. So fremd, so. Wie das Auge aussieht, als guckt's halt wirklich hier rüber, ne? Ich glaube, das ist nur eine optische Täuschung. So, und hier sitzt halt auch ein Märtyrer rum. Einfach so, so ein riesiger Märtyrer. Warum? Schade, dass es ein Kerl ist, ne? Das doch mal an. Ich meine, wie geil ist das denn? Jetzt mal ehrlich.
Es gibt halt so viel zu sehen in dem Spiel. So viel bizarre Sachen, die es wert sind, mal hinzugucken. Die spielerisch überhaupt nichts bringen. Ne? Bringt ja, naja, doch, bringt Atmosphäre, aber sonst. Wow, ey, ich bin wirklich beeindruckt. So, da ist wieder einer, der zeigt mit dem Finger. Ah ja, die zeigen dann die Mitte. Dann sollen wir da wohl hin. Ich glaube, wenn ich jetzt hier lang gehe, bringt mir das nichts, ne? Doch, da kommt man auch hin. Aber wir gucken hier auch nochmal schnell. Ah ja. Das ist, glaube ich, wieder ein Zeichen für eine Tür, ne? Ich glaube, das war gar nicht verkehrt. Ein Siegel ist nochmal das. Oh Mann, Silent Hills hätte so geil werden können. Erinnert ihr euch noch an den Tokyo Game Show Trailer von Silent Hills? Meine Fresse, als ich das gesehen habe, da hatte ich echt feuchtes Höschen. Da habe ich mir gedacht, Alter, das wird das Überspiel. So ein Kreuz gibt es hier auch. Muss ich hier? Hier muss ich es wahrscheinlich drauf malen, ne? Ne, das ist auch ein Siegel. Okay. Gut, da merken wir uns jetzt halt erstmal das Kreuz. Wobei ich mir vorstellen kann, dass es nicht das Kreuz ist, weil das leuchtet so, ne? Das ist so verlockend hier. Da will man hin. Wieder so bizarr geil, oder? Oh! Oh, das... Das kam mir jetzt sehr überraschend. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Sind das jetzt Mid-Credits oder was? Verarschen die uns nur? Das sind doch nicht die... Ehrlich jetzt? Also Leute, das kann ja noch nicht das Ende gewesen sein. Ich mache jetzt hier mal Escape, weil... Ja, das kann ja nicht das Ende sein, ne? Irgendwie geht's doch weiter. Wehe aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kam zu euch hinab. So, jetzt können wir ja mal schnell in die Galerie gucken, wenn wir jetzt schon mal so ein bisschen durchgespielt haben. Konzeptgrafiken. Freigeschalten. Danke. 3D-Modelle. So richtig gucken? Ja, kann man. Was ist denn Häutchen? Do you remember our story?
Fall. Ich wollte eigentlich hoch zum Kopf gucken. Ich wollte jetzt nicht Belebung. Wahrscheinlich sind das andere Skins oder so, aber ich glaube, ich kann die nicht wechseln. Sehr nett gemacht. Muss ich jetzt mal anmerken. Warum ist denn der Baphomet nicht freigeschalten? War das nicht der? Den hätte ich mir jetzt schon gern mal angeschaut. Oder hier die Spinne auch nicht. Wollen wir noch nicht. Aber ich hab doch. Geheimer Gegenstand. Geheimer Gegenstand, die kleine Spinne. Ja. Ja, die Musik ist ja geil. Ja, das flasht mich gerade. Aber gut. Wir wollen ja eigentlich was anderes. Comic. Guck mal, da habe ich jetzt noch nicht so viele. Und die sind bestimmt auf Englisch. Mal schnell reingucken. Nein, geil, die sind auf Deutsch. Aber das gucken wir uns auch mal an, wenn ich vielleicht mehr habe. Gemälde. Vielleicht wird ja hier was erklärt. Nein. Also, wir sind eine Seele, die raus will, ne? Und also wir wurden jetzt am Ende ganz offensichtlich erwischt, ne? Erwischt von irgendeinem, ich weiß nicht, vielleicht ist das so der Diener vom Teufel persönlich oder sowas. Prototypen, da habe ich noch gar nichts. Briefe, Notizen, also hier ist ja so viel noch. Das ist Baphomet. Ja gut, das sind auch Flügel, ne? Ja, ja. Ja, das heißt, Baphomet hat mich gerade getötet. Okay, das heißt, jetzt mal zurück. Hier genug reingeschaut. Abenteuermodus, Agony-Modus, wenn ich jetzt hier drauf gehe. Wenn ich jetzt fortsetzen mache, bin ich wahrscheinlich jetzt wieder da, wo ich gleich abkacke, oder? Jetzt geht der Part doch wieder länger. Gefallen! Gefallen ist Babylon! Jetzt geht's sogar von vorne los. Ja, aber dann, das ist auch ein gutes Zeichen. The Fall. It's the last thing I will. Ich habe fortsetzen geklickt. Memories tear apart. Muss ich jetzt so noch einmal durchspielen oder muss ich den Agony-Modus oder den Succubus-Modus nehmen? Lauf mal schnell zum ersten Gemälde, dass ich das mal abspeichere. Weil ich kann ja jetzt nicht bei dem letzten Spiel fortsetzen. Also ich könnte mich da jetzt auch nicht anders entscheiden, irgendwie versuchen, den Dämon zu umlaufen oder so. Ah,
Ja, seht ihr, ich bin auch geskillt. Das ist ein New Game Plus eigentlich. Ist das der Anfang? Habe ich hier angefangen beim letzten Mal? Ich bin halt echt verwirrt jetzt. Lol, jetzt bin ich gestorben. Ah, das ist aber auch immer, ich erkenne dieses Steine-Rascheln, erkenne ich nicht, als der Boden ist unter mir weg. Okay, wenn man hier jetzt sowieso wieder anfängt, ich lasse mal den Part hier zu Ende gehen. Ich informiere mich mal, ob man da jetzt einmal New Game Plus spielt oder ob man in einen anderen Modus gehen müsste. Beziehungsweise, ich gucke jetzt doch, ich brauche einen Spiegel oder sowas. Und ja, ich glaube, das Projekt ist noch nicht vorüber. Dum-di-dum-di-dum. Da war ja gerade irgendwie links von mir ein Spiegel, ne? Hoffentlich ist das wirklich ein Spiegel und nicht nur irgendwie ein Gemälde oder so. Ja. Ist der Anfang anders, Leute? Oh, das ist so komisch gerade. Wir werden es herausfinden. Also, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Jetzt sind es doch wieder 50 Minuten geworden hier, meine Güte. Ja, lasst mir mal ein Feedback da. Was sagt ihr zu dem Ende? Wie interpretiert ihr das jetzt? Und keine Ahnung. Und natürlich spiele ich weiter. Und Fragen über Fragen. Mal gucken, ob sich das klären wird in den nächsten Folgen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sind, wenn alles nach Zeitplan läuft, immer noch vor Weihnachten 2018. Deswegen an alle Live-Zuschauer, frohe Weihnachten, habt schöne Festtage. Ne? Allen anderen einen schönen Tag, einen schönen Abend und eine gute Nacht. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Das war's von mir. Bye, bye. Euer Längster.